Mein Apfelwagen ist umgekippt. Du hast deine Äpfel verloren. Sehr richtig. Ein teuflischer Wind überkam mich und ich sorge mich um sie. Aber ich habe die besten und saftigsten gerettet. Diese Äpfel erfüllen deinen Mund mit dem schillernden Licht Jesu Christi. Was macht sie so besonders? Ein Apfel ist ein Apfel, oder? Oh, das sehe ich anders. Weißt du, jedes Jahr pilgern wir gen Westen. Zu Hammes Gehöft. Bauer Hamme? Im Westen? Ja, wir nennen ihn liebevoll den Hammer. Und seine Äpfel sind köstlich mit dieser leichten Eisennote. Meine Freunde sind bereits zurück und geben sich sicher schon dem Genuss hin. Aber ich hatte leider Unglück. Mein Wagen ist hin. Mein Apfelwagen ist umgekippt. Diese Äpfel müssen gegessen werden. Sie sind zu saftig, um zu vergammeln. Oh, ich bin dir ewig dankbar, dass du die Kiste trägst. Ich würde mich freuen, bei der Verköstigung der Apfelernte teilzuhaben, sobald wir bei deinen Freunden sind. Oh, natürlich werden wir Gottes Früchte mit dir teilen. Dann kannst auch du die Eisennote schmecken. Nach dem Fasten haben wir uns das verdient. Fasten? Ist das, wenn ihr vor euren Gott nichts esst? Ja, wir zeigen unsere Hingabe. Entsagen der Ablenkung. Aber jetzt ist es Zeit, die Früchte des Schöpfers zu genießen. Äpfel mit Freunden zu teilen, ist das göttlichste Erlebnis überhaupt. Manchmal ist es schön, einfach zu entspannen und einen Apfel zu genießen. Da das Glück unseres Lebens sich jederzeit wenden kann, ist es wichtig, die einfachen Dinge zu genießen. Ich freue mich so, dass du meinen Freund kennenlernst und wir zusammen Äpfel verspeisen können. Und wie schön es ist, gemeinsam zu wandern. Am Ende dieser glorreichen Pilgerreise werden wir vor Gudlak niederknien und in seine Belohnung eintauchen. Da wären wir. Unser kleines Heiligtum. Wenn du willst, bete mit uns beim Apfeltauchen. Beim was? Nur so können wir in frommer Weise die Erträge unseres Schöpfers ernten. Gepriesen sei er. Tabes entfellig solo tumuit armis venit pluvia. Oh, Bruder Holdwulf. Und du hast jemand mitgebracht. Schön, dass du zurück bist.